Servus zurück, YouTube. Als nächstes werde ich Herr der Ringe, Krieg im Norden oder wie es genau heißt, spielen. Von Herr der Ringe bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan. Ich habe mir die Filme zwar damals angeschaut, aber überzeugt haben mich die Filme ehrlich gesagt nie und das Buch hat mich auch nicht interessiert. Aber dem Spiel, das eigentlich ganz gut sein soll, ich weiß es nicht, wie es ist, gebe ich auf jeden Fall mal eine Chance. Und ja. Dann fange ich gleich mal an. Ich denke mal, Lore Master of Rivendell wird der Magier sein. Ich weiß nicht, ob das ein Mann oder nee, ist eine Frau. Okay. Dúnedain, Ranger. Nee, ich nehme den dicken Zwerg. Der Zwerg ist immer cool. Schwierigkeit kann man ja, glaube ich, nicht umstellen, so wie ich es gesehen habe. Bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Es soll halt wirklich gut sein, das Spiel. Ich habe das letzte Herr der Ringe Spiel, das ich gespielt habe, war glaube ich auf dem N64, nicht auf dem N64, auf dem GameCube noch. Ich weiß gar nicht mehr. Die Rückkehr des Königs hieß es glaube ich auch. Und ja, das war jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Aber mal schauen. Of the Great War of the Ring, many songs have been sung. And many tales told. The names of heroes like Gandalf the Grey, Aragorn the okay, King, so wie es and Frodo ausschaut, the Ringbearer are dreht sich das greatly immer um revered, dasselbe. and rightly so. Yet Sauron's grasp stretched much further than the lands of Gondor and Rohan alone. And his forces might have done great evil in the north of Middle-earth, had a handful of heroes not stood in his path. Their stories too deserve to be told. Ach so, ich dachte, ganz Mittelerde wäre nur die paar Gebiete aus dem Film da gewesen. Ah. Just a few short days before Frodo arrived on his quest. Aragorn. Eredon. Well met. And in company with Andriel of Rivendell and Farin of Erebor. An unlikely trio to find walking through the doors of the Prancing Pony. You were at Sarn Ford last I knew. Do you bear news from Har-Ballad? Sah der Typ aber nicht irgendwie in dem Film komplett anders aus? I feared it would be so. Quickly, tell me what has happened, but keep your voices low. Okay, ist jetzt auch schon länger her, aber even here in Bree. Ich habe ihn anders in Erinnerung. 3 days passed. The guard at Sarn Ford was attacked by 9 black riders. Wir hätten jetzt nur ein paar Schwere hintun müssen. Aber nein, auf die Idee kommt ja niemand. We were overwhelmed, and the enemy passed into the Shire. This is worse than I imagined. I know these riders. It is from Mordor they come. Our folk had not hoped to stand against the Nine together. How bad were our losses? Very bad. We tried to resist them, but they were surrounded by an aura of unnatural dread. There is more you should know. Mir nur so vor, da besteht der Charakter von der nur aus Beinen. Die Beine sind irgendwie so 80% vom Körper lang. Master commanded. I have stirred up the orcs of the mountains. Even now I have a force gathering amid the ruins of Old Fornost. Return at once and prepare your forces. We will have need of them soon. My orcs will be ready. These lands have known peace for too long. They will soon feel the Dark Lord's wrath. This Agendaur has a force at foremost, then our position grows all the more desperate. But why all this force against the peaceful halflings? It can't be the enemy sees them as a threat. I will say this much. There is a hobbit of the Shire who should be coming this way with a great burden.
If it falls into the hands of the enemy, it will mean doom for us all. Now this hobbit is adrift on the road with enemies all around. Das wird dann wohl Frodo sein. I must find him before they do. So weit kenne ich mich auch schon aus. I need you to help me keep him safe. You are my chieftain. I will gladly do whatever you command. I'm a part of this now as well. Then we three are of one mind. How can we aid you? We must reduce the threat from the enemies gathered at Fornost. Travel there and do whatever you can to keep the enemy's eye turned towards you and away from the Shire. Perhaps we will have help in this task. Eladan and Elro here were in the north when last I heard. Any gathering of the enemy is certain to attract their attention. Good. You can find no better allies than the sons of Elrond, half-elven. I hope we meet. But with or without help, the enemy will be kept busy. We'll make sure of that. Irgendwie verstehe ich das ganze Herr der Ringe-Zeug nicht. Naja, jedem das seine. Boah, der Zwerg läuft aber edel. Wie, als hätte er einen Stock im Arsch. Was, Butterbur? Hallo, Master Dwarf. Just come in from the Blue Mountains or the Iron Hills, have you? I'm sure you've had a long trip and you'll be wanting a good meal and a nice bed. We get many a traveling dwarf here in the Prancing Pony. I may have need of a few things before I leave town. Well, we have stores and shops here in town, but I suspect most of them wouldn't suit your needs. If it's repairs you need, try Elman Brushwood, our blacksmith. His smithy is just across the street, there on the corner. What news do travelers bring? Lately, the talk's mostly about trouble away to the south. Seems like there may be war. I'd best be on my way. Okay. So leid es mir tut, aber die Story in Herr der Ringe ist jetzt nicht so, was mich hier interessiert. Von daher werde ich mir nicht die ganzen Sachen durchlesen, was ich normalerweise bei den meisten Spielen aber mache. Kann man hier auch laufen? Alles wer sonst rollen kann er sich. Ja, der wird doch laufen. Ah, hier. Items, Skillbaum. Und Karte gibt es wohl nicht. Was ist das hier? Ah, okay, das ist dann immer das Levelende. Oh, sogar respecken. Ist ja an sich selten in solchen Spielen. Und man kann sogar das Gesicht ändern, ja. Der Zwerg sieht doch cool aus. Warum sollte ich da das Gesicht ändern? Vielleicht von dem einen komischen Kerl. This is foremost, yet I see no sign of the enemy. These ruins could hide a large army. We might even now be under the gaze of unfriendly eyes. Well, we came to provide a distraction. Warum habe ich überhaupt eine Armbrust hinten drauf? And what better way to do that than walking in the front door? Let's be about it. Boah, der Zwerg ist cool, Mann. Der will einfach nur Schädel spalten. Und dazu wird er auch gleich kommen. A dwarf is upon you! Und jetzt bleib stehen. Und noch ein Schädel, der gespalten wurde. Oh, und gleich ein Schädel, der abgehaut. Oh, das gefällt mir schon mal. Und wie loot ich? Okay, ich kann die wohl nicht looten. Aber das Kraut, die kann ich doch wohl aufheben. Ich meine, das ist doch so ein Hobbitkraut, Lembas Brot oder was weiß ich, wie die hießen. Aber scheint doch nicht. Nur zerhauen. Wie? Keine Items?
Oh. Mich bekommen wir nicht. Habe ich dem gerade die Beine abgehauen? What the fuck? Also irgendwie war Herr der Ringe doch immer so... ja, kindergerecht, würde ich meinen. Oder vertue ich mich da jetzt? Ach, geh weg, da lass den Zwerg durch. Ich muss ja sagen, die Parts, beziehungsweise den Part heute, ich wollte zuerst Divinity 2 spielen, habe mich dann unterm Spielen aber doch umentschieden, weil ich Herr der Ringe noch bekommen habe, beziehungsweise mir geholt habe. Und dann habe ich doch lieber Herr der Ringe genommen. Und heute ist halt der Samstag, also der 23. Heute kommt der Doctor Who Kinofilm. Ich bin schon so gespannt, also die 40 Minuten Fahrzeit, die ich dafür brauche, allein deswegen wird es sich schon lohnen. Es ist zwar ewig lang die Fahrzeit, aber ja, ich liebe die Serie einfach. Mal schauen, wenn ich wieder heute gesehen habe, dass ich in den nächsten paar Parts ein bisschen drüber rede, wenn es die Zeit zulässt, was es ja normalerweise tut. Und meine Erfahrung davon mal sag, es gibt ja vielleicht ein, zwei Leute, die es auch schauen. Oh, jetzt wird's aber knapp, jetzt wird's knapp. Stirb, 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 stirb. Oh. Ah, ich hätte ja einen Pott nehmen können. Kann ich jetzt nicht switchen auf die anderen? Nee, er kann nur krabbeln. Oh. Gott, sind es viel. Na, lass es nur den Zwerg machen. Irgendwie gefällt mir das Spiel schon. Das ist jetzt so an sich wie bis jetzt vom Kampfsystem wie Dragon Age. Nur hat das Kampfsystem in Dragon Age irgendwie keinen Spaß gemacht. Aber hier macht es irgendwie Spaß. Mal schauen, was ich noch für Skills bekomme. Weil die sind ausschlaggebend. Genauso wie die Items selber. Ob man viel verschiedene Items bekommt und seinen Charakter einfach gut entwickeln kann. Das ist einfach das Wichtigste, finde ich, an einem RPG. Story ist auch ziemlich weit oben, aber ich finde das Charakterentwicklungssystem, Skillsystem, Items und so, das motiviert einfach mehr als die Story, weil die Story ist halt an sich immer wieder dasselbe. Hat man alles schon gesehen. Weil ich jetzt auch schon Level Up habe, kann ich an sich auch mal schauen, wenn die Wellen halt mal aufhören würden. Statt weniger. Oh, der Zwerg ist in Gefahr. Der Zwerg nimmt einen Pott und hat nur noch einen. Oh, oh. Oh, jetzt komm aber her. Oh Gott, das sind Zielsuchpfeile. Den Pilz, da kann ich nicht irgendwie... Nee. Ach, man hat ja nicht mal genügend unendlich Bolzen. Autsch, der hat aber viele Pfeile drin. Okay, die haben auch alle ein Level up. Oh, Kiste. Okay. Wäre halt übelst geil, wenn es in dem Spiel wirklich Bosse gibt, die man farmen könnte und so. Weil sowas hast du in westlichen Spielen leider selten. Ne? Da muss man dann eher auf die japanischen JRPGs umsteigen und die sind halt so eine Sache. Davon wird man im Laufe der Zeit wahrscheinlich merken, dass ich kein Fan davon bin. Aber ich will sie jetzt ja auch nicht schlecht reden. Wem es gefällt, den verurteile ich ja gar nicht.
glaube, ist halt nichts für mich. Charaktere, also es sind meistens einfach so, ja, japanische Lollis, und die Charaktere insgesamt sehen scheiße aus. Ja, das ist halt leider Gottes einer der Gründe, warum ich sowas nicht spielen kann, weil ich keine Lust habe, in meiner Gruppe irgendwelche Lollis umherzulaufen haben, die man halt auch noch mitnehmen muss und in Sequenzen immer wieder kommen. Geht halt einfach nicht. Gott, sind hier viele Kisten. Noch eine Truhe. Oh, nice. Gleich mal schauen. Was haben wir denn da Feines? Schon Stärke. Na, jetzt brauche ich ja nicht. Na, scheiße. Ja, ich hau jetzt erstmal 1 in Stärke und 2 in Stamina. Und dann werde ich ja schon sehen. Okay, das schaue ich mir mal in Ruhe an. Okay. Helm. Geben wir natürlich den Zwerg, weil der bekommt am meisten auf die Fresse. Okay, das macht auch mehr Schaden. Aber ein Zwerg mit Schwert geht halt an sich nicht. Zwerg muss eine fette Axt oder ein Zweihänder haben. Ach, man kann ja blocken. Nice. Sowas sieht man auch nicht mehr oft. Point of Interest. Okay. Dann wird es da wohl weitergehen. Eine Wand? Oh, da kann ich irgendwas als Zwerg bestimmt. Boah. Edel. Okay, der Zwerg kann also solche Wände einhauen. Gleich mal die neue Brust anschauen. Ranger only. Eradan ist dann wohl der andere Typ. Und kann ich da vielleicht irgendwie wechseln? Ah ne, der tut es automatisch anziehen, okay. Und wieder schauen. Mal gucken. Stamina, her damit. Einhand. Ach, welcher Zwerg nimmt bitte Einhand? Obwohl so ein Zwerg mit Einhand und Schild, das ist halt auch übelst geil. Aber der Zwerg hier wird, glaube ich, auf Zweihand-Äxte oder so spezialisiert, wenn es geht. Gehört einfach zu einem Zwerg. Dicker Hammer oder dicke Axt. Ich bin doch der Einzige. Okay, der ist auch noch runtergeflogen. Oh. Hause ein. Ah, ich glaube, die lohnen sich dann echt. In den wenigsten Spielen lohnen sich solche Teile. Okay. Der mal. Was höre ich da schon? Für Gegner. Ich kenne mich ja hier mit den Gegnern keine Ahnung aus. Also ich weiß nur, dass es Orks und Uruk-Kwais oder Kais gibt. Und Wagen gibt es, glaube ich, noch mehr. Wagen. Wie heißen die Wagen hier? Ja, ich glaube schon. Ja, und die komischen Bäume. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Die Reiter und diese komischen Drachenviecher, Nazgul. Ich weiß gar nicht, ob die Nazgul hießen. Nee, da gehe ich noch nicht weiter. Nee. Okay, da geht es gar nicht weiter. Schade, schade. Gern noch erkundigt. Und was ist das hier? Ah, stimmt, Goblins ist Gollum Goblin.
Ich weiß gar nicht, was Goblin ist. Wo ist er dann wohl ein Goblin? Komm hier, scheiß Goblin. Oh Gott, die hauen ja rein. Zuerst den Heiler. Spring Sanctuary. Man kriegt aber kaum weniger Schaden. Das kennt man einfach keiner. Voll dich! Boah, ey, der Zwerg ist einfach nur übel. Da bitte noch. Nicht, dass ich es nicht will, aber ich habe keine Lust, dass ich da irgendwie verreck. Es wird da langsam Zeit für einen Pot. Kann die Truste nicht heilen oder so? Ich meine, die Elfen haben hier doch geheilt, wenn ich mich vertue. Irgendwas war da. Nein, du hättest doch wieder hinten gehen sollen. Na egal. Und zack, hopp, hopp, oder auch nicht. Boah, das ist ein gefundenes Fressen für den Kampfzwerg. Erstmal Items looten und einen Pott schlucken. Ich meine, der braucht Spalten oder so. Der Kampfzwerg sollte rennen. Der Kampfzwerg rennt. Renn, 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 renn! Ah, okay. Also gegen Pfeile und Bolzen. Oh, Level up. Jetzt kann der Kampfzwerg den Typen hier retten. Einfach nur wegrennen. Ein Säbel. Aber ein Zwerg mit Säbel ist halt. Naja, an sich ist es ja edel. Ist ja wie ein Piraten und Papagei auf der Schulter. So, habe ich hier nicht noch irgendwas looten? What the... Also dunkle Fantasy-Rollenspiele sind halt irgendwie immer die besten, ich weiß nicht. Das hat mir schon, ich weiß nicht, wer den Manga Berserk kennt. Der ist extrem geil, hat es mir auch so angetan. Einfach dunkle Fantasy ist... Ja, ich liebe das. Ich bin auch im Moment auf der Suche nach guten Büchern, also... Wenn jemand welche davon kennt, einfach in die Comments schreiben und ich bin froh drüber. So, ich glaube, das waren alle.